Fantastische Tierfakten. Sex Teil 2. Stabheuschrecken haben bis zu 10 Wochen Sex. Die Männchen wollen verhindern, dass Konkurrenten zum Zug kommen. Deshalb halten sie sich bis zu 10 Wochen an ihrem Weibchen fest und begatten es dabei immer wieder. Hört endlich auf! Hört einfach auf! Die Drosophila-Fliege schwächt nach dem Sex die Libido des Weibchens, damit dieses die Lust auf Sex verliert. Angela Merkel im Bikini, ein geplatzter Güllekanister, die Fußnägel von Rainer Kallmund, die Warzen von Lemmy, ein dicker, dicker Mann kratzt sich am Arsch und riecht danach an seinem Finger. Oh Mann! Noch rabiater agieren die Taufliegen der Gattung Drosophila. Ihr giftiges Sperma tötet die Samen des Vorgängers und ein Sexpeptid schwächt die Libido des Weibchens, damit es nicht weiter nach anderen Geschlechtspartnern sucht. Bonobos küssen mit Zunge, wenn sie sexuell erregt sind. Zungenküsse lassen sich nur dann beobachten, wenn die Affen sexuell erregt sind. Bonobos küssen sich beim Schmusen, zur Beruhigung oder zur Begrüßung. Hallo, ich wollte mich auf den Job bewerben. Wollen wir rumlecken? Das Porno-Casting ist nebenan. Ich bin der Buchhalter von Monsanto. Das klingt dreckig. Ist es auch. Glaub mir, ist es auch. Die Zunge des Stachelzwerg-Chamäleons beschleunigt von 0 auf 100 in einer Hundertstel Sekunde. Was hat das mit Sex zu tun? Chamäleons schleudern ihre Zunge in irrem Tempo aus dem Mund. Das Stachelzwerg-Chamäleon ist dabei absoluter Rekordhalter. Die Beschleunigung ihrer Zunge entspricht dem 264-fachen der Gravitation auf der Erde. Vergleichbar wäre das mit einem Auto, das von 0 auf 100 in einer Hundertstel Sekunde beschleunigt.